Hallo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zu Castle Story. Ja, okay, hier sollte eigentlich noch gebaut werden. Falscher Bau? Falscher Bau, was? Okay, da haben wir einen Bauauftrag zu viel, so wie es aussieht. Wir haben den Bauauftrag hier, das sind die Dinger. Ja. Wir haben den anderen Bauauftrag hier drüben, das ist der große, genau. Den wollte ich eigentlich haben. Ja, wir haben hier noch mehr als genug Holz. Hier liegen ja noch einzelne Baumstämme rum, die wir das letzte Mal freigesprengt haben. Die hier haben wir schon alle, die hier haben wir auch schon alle. Und ja, wir sollten mehr Bomben machen. Denn irgendwann ist das Holz hier auch alle und wir müssen es auch frei, die Baumstämme hier auch frei bomben. Ich sag mal Baumstämme, ich meine die Baumstümpfe. Ja, aber erstmal müssen wir wieder ordentlich Holz anbringen. Können hier schon mal einen Flatten-Auftrag geben. Allerdings erstmal auf 0 setzen. Erstmal hierzu mit Baumstämmen. Machen hier schön die Umrandung. Bauen hier noch zu. Machen die Umrandung. Dann müssen wir anfangen, eine Erdschicht drauf zu packen. So, hier bastelt einer fleißig Bomben. Wo ist der andere? So, du bist da oben. Dann geht um Bäume fällen. Da geht beide Bäume fällen. Kann ich das hier wieder einschalten? Das erste. Haben wir wieder Holzhacker. So ein neuer Construction Task. Kann auch gleich gemacht werden.
Da hebt wieder ein Baum ab. Zwei haben wir noch. Der macht auch einen Abflug. So, du musst noch einen Weg da rausfinden. Hast du. Also ja, ich glaube, um Holz brauche ich mir erstmal keine Sorgen machen. Wir haben sowieso noch mehr als genug Holz. Ich meine, irgendwann müssen wir die Stümpfe da oben noch abtragen. Dann haben wir hier noch jede Menge Holz. Hier Holz, hier. Ja. Also auf jeden Fall besser, die Stümpfe mit Gewalt loszuwerden. Dick böse. Als sie zu überbauen oder so abzutragen mit Hilfe vom Steinbrüchen. So wollte ich das nicht, ich wollte das eher so. Und ja, da sieht man einen lilanen Baumstamm, wenn man ganz genau hinguckt. Zum Glück tun wir das Ganze mit Erde überdecken, dass es niemand mehr sieht. Und die Musik geht wieder los. Also ja, es dauert halt doch wirklich eine ganze Weile, bis sie von hier drüben
das Holz hier rüber geschafft haben. Zumal sie auch ziemlich interessante Wege teilweise gehen. Aber es ist halt klüger, erst das Holz in den Gruben aufzubrauchen. Also da, wo wir auffüllen müssen, als das Holz hier oben zu nehmen. Aber sagen wir so, wir haben eh Zeit. Das ist ja auch der Sinn des Spiels, dass man sich Zeit nimmt und die Projekte richtig plant und alles. Natürlich wäre ich echt froh, wenn sie sich nicht gegenseitig immer im Weg stehen würden. Ist auch toll, wie sie lieber das Holz erstmal von hier holen. Anstatt auch das von hier drüben zu holen. Und die schaffen es nicht, den Baumstamm aufzuheben, weil er ihn davon bullert. Ja, Brickfords, man muss sie lieb haben, weil sie so tollpatschig gelbe Knubbel sind. Ich schieb das einfach mal da drauf. Hat überhaupt nichts mit der AI zu tun. Hat absolut nichts mit der AI zu tun. Aha. Mir fällt das jetzt auf, dass ihr da nicht mehr runterkommt. Nächste Kandidat, der es nicht checkt. Ja, ganz ehrlich, bauen wir auf der Seite auch noch gleich mal zu.
Ja, hier liegt noch mehr als genug Holz rum. So muss ich nur warten, bis einer von den beiden den Stumpf hier, also das Holz für den Stumpf da bringt. Das ist wahrscheinlich er hier. Hoffe ich jedenfalls mal. Nein, ist er nicht. Ah, du bist es, okay. So, könnt ihr zwar gleich die nächste Reihe bauen. Und ja, wahrscheinlich wäre es auch noch klüger gewesen, erstmal eine Erdschicht aufzutragen. Hier aufs Gras und dann erst die Baumstämme. Ja, entweder ist die Seite hier, also das Tal hier nicht so tief wie das hier drüben. Scheint fast so. Ich hoffe echt mal, dass ich mich nicht verkalkuliere und hier irgendwo einen Höhenunterschied sehe, aber übersehen habe. Aber eigentlich sieht es so aus, als ob es hier einmal gerade rüber gehen würde. Von hier nach hier. Aber ist ja gut, wenn das Tal hier drüben flacher ist. Also wir hier nicht so hoch auffüllen müssen. Na, wir brauchen auch noch ein bisschen, bis wir den nächsten Brickton haben können. Du bitte den Baum fällen. Da ist der auch mal weg. Machen wir es so. Eine Stufe weg, dass sie nicht gleich fällen. Weil erstmal muss das andere Holz weg. Also sollte das andere Holz weg. Und ja, es wird wieder dunkel.
Dunkeln lässt ja echt gut munkeln. Ja, wenn ich die Wälder da drüben gefällt habe, also das, den Wald hier noch, werde ich erstmal den direkt hier oben fällen.